Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Odyssey. Wir sind hier im Heiligtum der Athena Pronaia, was auch immer. Das hier vorne, in der Nähe vom Heiligtum von Delphi. Oh, nehmen wir noch einen Ort, Mist, müssen wir noch einen machen. Aber egal, wir können ja dann einfach hier runterlaufen, das noch machen und sowas. Wir haben auf jeden Fall noch einiges zu tun. Das ist über meinem Level, das heißt, da soll ich vielleicht nicht hingehen. Malus haben wir auch schon erkundet, weil wir am letzten Part reingeritten sind. Wir machen jetzt erstmal diesen Ort hier und ja, einfach ein bisschen schleichen, alles umbringen, alles gut. Ach scheiße, ich muss gedrückt halten. Okay, es funktioniert nicht, wenn man zu weit schon ist. Ich möchte nicht mit euch kämpfen. Ich hasse es, dass man einfach Leute schlagen kann. Okay, ich bin anscheinend im Fall, deshalb kann ich... Woher seht ihr mich? Also ganz ehrlich, das ist doch so beschissen. Och, meine Fresse. Raus aus dem Zielmodus. Meine... Ich möchte nicht... Hallo. Ich habe den Zielmodus ausgemacht. Also ganz ehrlich, das Spiel funktioniert mal wieder nicht. Hallo, ich ziele nicht mehr. Okay, es funktioniert nicht. Gut. Ich kann nicht aus dem Zielmodus gehen. Ach, meine Fresse, was willst du denn von mir? Nope, funktioniert immer noch nicht. Ach meine Güte, kann ich irgendwas machen, um das irgendwie rauszukommen? Ich will nicht mit diesen ganzen Leuten hier kämpfen. Ich glaube, ich habe es geschafft, aus dem scheiß Zielmodus rauszukommen. Ich will nicht mit den ganzen Bürgern kämpfen. Ich hasse es, dass dieses Spiel einfach so sagt, jo, du hast ihn geschlagen, du kannst, also ich will ja nicht schlagen. Aber ich habe auch keine Möglichkeit, da irgendwie anders zu schlagen. Also, du hast halt immer die Chance, wenn da irgendeiner neben dir steht, dann haust du ja mit auf die Fresse. Das ist halt zum Kotzen. Und dafür hat das Spiel halt zu wenig so präzise Angriffe, dass du halt irgendwie Leute mit Wurfmesser oder sowas ausschaltest. Oder, okay, Pfeile kann man natürlich abusen dafür. Ja, klar, aber du machst halt nicht genug Schaden, finde ich, mit normalen Pfeilen, dass du einfach alle dann so ausschalten könntest. Kannst du dich bitte nicht bewegen? So, meine Güte. Noch 10 Leute ausschalten. Oder 10 Gegner ausschalten. Hallo. Boom, Corny J. Okay. Eigentlich habe ich den getroffen, aber spielt irgendwie so. Nope, passt denn nicht mal wieder. Naja, egal. So, das hier. Warum haben wir hier Loot ist? Ich glaube nicht, dass die Wölfe das sammeln würden. Aber ich weiß natürlich auch nicht. Das haben wir getan. Da unten können wir den töten eigentlich. Okay, ist nicht auf meinem Radar gerade. Schade. Dann versuche ich jetzt nochmal den Ort zu machen, ohne dass mich die ganzen Bürger totschlagen wollen, weil ich einen von den Ausreden geschlagen habe, weil der halt in meiner Schlagrichtung steht. Na, weiß ich auch nicht, was ich davon halte. So, Wolfshöhle haben wir gemacht, das heißt, einen Ort haben wir rechts noch, den wir machen könnten. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Denn ich will ja noch kurz nach Megara reisen. Okay, da sind echt viele Leute. Also zwei große, ein Polemarch, glaube ich. Befehlshaber ist das hier. Thank you.
Seid ihr eigentlich so Leute, denen ich den Schild weghauen kann? Nein, geil. Gibt doch nichts besser als sowas. Klar, da ist jetzt eine scheiß Säule. Danke, Spiel. Okay, so schnell konnte ich nicht mal reagieren. Ich hasse es, dass der einfach angreifen, also einfach seinen Schlag weiter ausführen kann, obwohl ich ihn voll getroffen habe. Könnt ihr bitte aufhören, die ganze Zeit meine Pfeile abzufangen mit eurem scheiß Schild? Also, ganz ehrlich, was ist denn los mit dem Spiel? Wie schwer wollen sie es haben? Ja. Ich habe ein Schild wegmach-Skill, funktioniert bei nicht, weil sie den großen Schild haben. Ich habe einen Bogen, mit dem ich vielleicht an den Schild vorbeischießen kann. Sie halten den Schild einfach hoch. Also ganz ehrlich, das ist echt zum Kotzen gerade. Okay, einer ist tot. Komm. Ich hab's zwar ausgewichen, aber war mal wieder zu langsam. Geil. Meine Güte, war das ein anstrengender Fight. Ganz ehrlich, nee. Also das fühl ich gar nicht. So haben wir das gemacht. Dann müssen wir es noch Ausfangrätsel finden. Also finden, einsammeln und die Schätze. Das war ein anstrengender Scheiß. Aber ich find's halt trotzdem unfair, diese Leute zu haben, weil... Du kannst ja nichts dagegen machen. Warum zählt das als Diebstahl? Es ist ein verficktes Ziel vom Spiel. Ich hasse sowas. Hey, du musst die Orte, also, oder du kannst die Orte abschließen, das 100% Ding, aber mach's nicht, wenn jemand zukommt, was soll ich machen? Ich kann ja nicht wegschicken. Sagen, yo Leute, haut mal ab. Penner. Daher bin ich vielleicht schwer zu finden. Ich sitze am Sockel der einzigen Bronzestatue, die einen Speer und ein Schwert hält. Ein großer fällt ja unter 7 Ebenbürtigen. Okay. Dafür müssen wir zum Heiligtum da. War das Heiligtum, oder? Ne, Tempus Apollon. Kriegen wir hin. Aber sowas mag ich gar nicht. Ist das Spiel echt unfair. Egal. Ich habe nicht zugehört. Schwert und Speer oder so, oder was war das? Und Bronzestatue. 7 Ebenbürtigen, das war irgendwie links in der Stadt, ne? Inventar war das, ja. Speer und Schwert. Kriegen wir hin. Haben wir ein neues Schwert? Ja, das ist sogar echt gut. Das heißt, unser Eis kommt weg. Haben wir einen neuen Stab? Ja, haben wir. Und die sind auch echt gut. Aber dann mache ich ein bisschen weniger Schaden mit dem Schwert. Aber egal, dann nehme ich einfach den hier. Dann kann das weg, dann kann das weg. Bogen habe ich übrigens auch einen neuen ausgerüstet. Der Jagdbogen ist natürlich echt cool. Aber wir müssen ein bisschen weniger Jägerschaden. So, 7 Ebenbürtige. Die waren irgendwo hier links in der Stadt, oder? Wagenleger von Delphi. So viele komische Sachen finde ich hier historische. Gibt es irgendwie so eine Liste, was man so alle erkundet hat oder so? Weil in Syndicate, meine ich, gab es sowas, aber das konnte man einfach nicht finden. 7 Ebenbürtige. Okay, das sind nur 4. Das kann natürlich auch sein, dass es ein Hauptort ist von Delphi. Ich weiß nicht, ich habe da nur noch nie welche gesehen. Gucken wir mal mit Ikaros, ob wir hier irgendwas finden. Okay, da vorne sind 7 Stück, glaube ich. Also ich habe nicht gezählt, aber ich tippe mal, dass ein paar mehr sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, okay, hier.
Aber es sind doch nur 8 Ebenbürtige dann. Okay, haben wir geschafft. Das finde ich ein bisschen blöd beschrieben. Okay, hier sind auch noch echt viele. Also das finde ich schlecht beschrieben, weil wir sind ja nicht in Delphi und das hier ist ja nur das Heiligtum von Delphi und nicht der Hauptort von Delphi. Weiß ich nicht. So, ich würde sagen, dann gehen wir noch kurz noch da hinten hin. Und dann, eigentlich muss ich auch gar nicht cutten. Ich kann ja schnell einfach eine Schnellreise nach Megara machen. Der ist, steht ja direkt vom Tempel. Dann kann ich auch wieder zurückreiten. Also das ist eigentlich gar kein Problem. Das ist, glaube ich, einfach so. Ja, also das Spiel hat einige Punkte, die ich echt nicht so gut finde. Erstens, sie willst einfach totprügeln, wenn man es nicht will. Also wenn man das machen will, klar. Aber wenn man einfach so normal zuschlägt, was du halt machen musst, wenn ein Gegner vor dir ist, und du dann auch so in den Zivilisten mit triffst, was du nicht verhindern kannst wirklich, dann ist es halt doof, dass die in allen prügeln wollen. Und ich will die ja nicht alle umbringen, weil eigentlich will ich ja nur meine Ziele töten. Was haben wir rechts eigentlich? Ist das schon das nächste Gebiet? Ja, oder? Ja. Und... Warte, muss ich jetzt nach unten oder muss ich jetzt nach oben? Ich glaube nach unten. Ich glaube, dann werde ich aber kurz in dieses Gebiet hier reinreiten, egal. Ja, das ist doof. Und dieses ganze Erobern-Prinzip finde ich halt doof, weil ich will ja nicht die ganze Zeit alles, was ich gerade veranstaltet habe, wieder rückgängig machen. Nur weil ich halt meinen Ort abschließen will. Und die Schilde, die Leute mit großen Schildern sind halt auch echt zum Kotzen, weil du kaufst dir ein Skill, dass du das wegmachst und es klappt einfach nicht. Da haben wir noch einen Aussichtspunkt. Wo sind wir denn hier überhaupt? Also, ich würde sagen, das könnte ich schon machen. Weil können wir doch gleich hinreisen, wenn wir da mal hin müssen. Das ist sehr weit weg, 200 Meter. Ne? Einsamer Turm, okay. Okay, da sind schon ein paar. Ach, relativ hohes Level. Antike Tafel. Was war eine antike Tafel? Ich bleib lieber unbemerkt. Die antike Tafel war doch, ja, ich dachte, du ziehst ihn jetzt rein, für Crafting, oder? War nicht gerade Level, ach, das eine Level 17. Also das ist der Bürger, der Level 17 ist. Kann ich dich einfach töten? Für dich muss ich den kritischen Attentat schon wieder machen. Schade. Hat er einfach ein rostiges Schwert im Inventar gehabt? Noch ein kritisches Attentat gemacht? Und die Burschen schon umgebracht. Bogenschützen Schreck. Perfekt. So, ich glaube, wir haben alles gelootet hier, oder? Ich weiß nicht, vielleicht ist da oben noch was, aber ich würde sagen, holen wir uns kurz den... Das ist eine Stadt, ne? Wenn ich da nicht gern gesehen bin, ist natürlich auch scheiße. Aber wir sind jetzt fast da. Ich gehe mal hin und gucke mal, ob wir es bekommen können. Wir sind ja sowieso schon aus einem Gebiet reingelaufen, wo wir noch gar nicht hin sollen. Dann können wir auch in das Gebiet hier reinlaufen, wo wir gar nicht hin sollen. Orchomenos. Tempel des Apollon. Noch ein Tempel des Apollon. Endlich. Ich kann nie genug Tempel des Apollon haben. Ort synchronisieren, kriegen wir hin. Sieht auf jeden Fall schön aus hier. Der kleine Teich da vorne, die Bucht. Das verbrannte ist vielleicht nicht so sehr. Schnellreise. Verfügbar. So, jetzt wollte ich machen die Nebenquest. Ja, Prinz von Persien, die skaliert auch mit, das ist cool. Aber die war halt für Level 15 oder 16 gedacht und ich denke mal, dann können wir die jetzt nochmal schnell reinschieben. Turmschild. Um die Deckung von Gegnern mit sehr großen Schilden zu knacken, musst du einen aufgeladenen schweren Angriff oder einen Spartiatentritt einsetzen. Okay. Ich habe keinen aufgeladenen schweren Angriff, das muss ich skillen. Okay. Das war natürlich mein Plan. Hallo Freund, es ist ich. Du bist eine gute Seele. Bezahlst du einem alten Mann seine nächste Mahlzeit? Warum nicht?
Du scheinst auch gut zu sein. Deine Seele scheint auch gut zu sein. Ich bin dankbar und demütig, Fremde. Verrate mir, wie nennt man dich? Ich bin Cassandra. Ich bin Cassandra. Und du? Nur ein einfacher Bettler. Ich kam aus Persien, um die Schönheit der griechischen Welt zu sehen. Und du bist Ich kann vieles tun, Perser, aber kein Augenlicht schenken. Das würde ich auch nicht wollen. Meine Blindheit ist eine Bürde, die die Götter mir auferlegten. Und ich trage sie. Was dann? Sei meine Augen. Als ich jung war, erzählte mir ein Athener die schönsten Geschichten über dein Land. Ich würde sie gerne noch einmal hören. Würdest du dir die Orte ansehen, die ich nicht sehen konnte, und dann zurückkehren, um mir von deinen Abenteuern zu erzählen? Klar, wieso nicht? Ich bin keine gute Geschichtenerzählerin, aber ich werde für dich sehen. Ich wusste, ich habe Güte in dir gespürt. Du hast diesen alten Perser glücklich gemacht. Danke mir noch nicht. Welche Orte hattest du denn im Sinn? Alle. Meine Lieblingsgeschichten waren die von Akrokorinth, den Statuen von Zeus und Athena, dem Sitz des gepanzerten Vogels in Arkadien und natürlich das mysteriöse Taygetos-Gebirge. Taygetos, sagt mir irgendwas. Wo ist denn die Statue von Zeus? Über die Statue des Zeus weißt. Ihr großer Blitz ist stets bereit, die Kephallenier unter ihr zu strafen. Oder so ähnlich. Ich sah Kephallenia von der Statue des Zeus aus. Sag mir, ist es immer noch ein Ort großer Schönheit? Ja. Ist ein Glücklicher. Die Bewohner sind die glücklichsten in der ganzen griechischen Welt. Sie singen und tanzen durch die Nacht mit satten Bäuchen und satten Herzen. Das ist ganz anders, als es mir beschrieben wurde. Es hieß, dass die Insel zu den schönsten der Welt gehöre. Und die Bewohner zu den bedauernswertesten. Gut, ich habe dir erzählt, woran ich mich erinnere. Nun erzähle mir von dir. Was führt einen Perser hierher? Persien und die griechische Welt sind dazu verdammt, Gegensätze zu sein. Wenn hier Wohlstand herrscht, scheint Persien zu darben. Und führt ihr Krieg gegen euch selbst? Lebt Persien in Frieden? In der Tat. Mein Volk blühte auf, nachdem König Xerxes ermordet wurde. Ermordet? Alle. Außer mir. Ist er in den Krieg gegangen? Ein Mann wollte mich vergiften. So verlor ich mein Augenlicht. Ich floh und landete hier. Niemand will deinen Tod? Es fällt mir schwer zu glauben, dass jemand deinen Tod will. Das ist sehr nett. Erzähl noch eine Geschichte. Dann erzähle ich dir mehr von mir. Wo ist die Statue von Athena? Es gibt viele Statuen der Athena. Welche meinst du? In meiner Fantasie gibt es nur eine. Ihre Geschichte begann so. Als wir um die Hügel gingen, sahen wir Athen unter uns und Athena über uns, die unserem Blick standhielt. Wo ist Akrokorinth? Akrokorinth, sag nichts. Das ist bestimmt in Korinth. Gut geraten. Dort steht der bekannteste Tempel der Aphrodite, eurer Göttin der schönsten Nebensache des Lebens. Wo ist das Taygetos-Gebirge? Taygetos-Gebirge gesagt, oder? Es klingt, als würdest du den Ort kennen. Ich hörte von seinem Appetit. Es heißt, der Berg ernähre sich vom Leid der Spartaner. Deshalb bringen die Leute dort dem Berggott ihre eigenen Kinder als Opfer dar. Das ist so nicht ganz richtig. Wo ist der Panzervogel? Was ist deine Erinnerung an den Panzervogel in Arkadien? Eine Bestie aus Metall, die aus dem Berg herausragt und über den Seestümpferloss und die wogenden Felder blickt, die sich wie ein goldenes Meer über ganz Arkadien erstrecken. Ich kann bald so Geschichten für dich finden. Sobald du einen Ort gesehen hast, komm bitte zurück. Du bist so alt. Könnte Themistokles das geschrieben haben? Keine Ahnung, was das ist, aber gut. So. Wir haben ganz schön viele Attika. Ist hier. Dann haben wir Korinth, ist da. Arkadien ist hier. Und Lakonien ist hier oben, ne?
Ne, das sind Thermolithen. Aber hier ist. Ne, hier ist Lokra, also Lakonien, so, ich bin dumm. Lakonien. Lakonien ist hier ganz unten. Das Bild des Tages mit 17.000 Likes. Sieht doch schön aus. Ja, das machen wir nebenbei weiter, würde ich sagen. Ist ja auch irgendwie so eine Quest, die man so halt irgendwann machen kann. Der blinde König, also Prinz von Persien, der heißt ja auch Artaxerxes. Könnte sein, dass er vielleicht der Sohn von Xerxes ist? Wo ist das? Rätsel mit der Narrenkap? Das ist ja auch schon fast in unserem Levelgebiet. Der ist... Wo? Da hinten in Achaia, aber das ist auch noch nicht für unser Level gedacht. Obwohl Level 17 sagt, oder wie war das? Ne, Level 18, wir sind Level 17. Sagt das ja so eigentlich, aber das Gebiet eher nein. So. Ich hätte auch direkt mit dem Typen reden können, dann hätte ich mir das gespart. Wir gucken mal kurz. Wir haben neue Questgegenstände, das haben wir direkt gelöst. Themistokles, warum habe ich das Zimmerkümmel verliehen? Ja, ich weiß auch nicht. Wir haben neue Ausrüstung. Gucken wir mal, ob die sich irgendwie lohnt. Schmutz, Schmutz und Jägerschaden macht das eine Runde. Das ist natürlich cool. Also 29 und dafür halt mehr Rüstung. Das heißt, wir nehmen die auch mal. Einfach alles wegcraften. Ich weiß nicht, was davon irgendwie Legendary ist und was nicht. Die Panzerung sieht natürlich cool aus. Aber sie macht weniger Rüstung, weil ich hier einfach Gesamtrüstungswert plus habe. Das heißt, die kann weg. Ist halt legit einfach nur schlechter als meine. Armschienen machen 99 mehr Rüstung und ein bisschen weniger Schaden, ein bisschen mehr Gesundheit. Das ist halt schon viel, weil ich da auch wieder 12% Gesamtrüstungswert bekomme. Die behalte ich erstmal, vielleicht wähle ich die nur aus. Helm eines persischen Kriegers macht 1 Rüstung mehr, ein bisschen Abtäterschaden, weil weniger Kriegerschaden, weniger Gesundheit. Kann auch weg von mir aus. Und Helm des Orakels behalte ich erstmal, bis ich ihn dann irgendwann mal vergesse, dass ich ihn brauche. Also bis halt nicht. Ich brauche ihn nicht, aber das ist halt so. Spezieller ist. Da hinten ist ein Gegner. Okay, 41, den soll vielleicht nicht töten. Da soll ich noch nicht hin, aber wir haben doch schon was gemacht. So. Ich würde sagen, im nächsten Part fangen wir hier an. Und gehen dann über die Desfina-Festung. Gehen vielleicht nochmal nach da zurück und dann mal gucken, von wo wir anfangen. Dann würde ich sagen, ich hoffe, euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.